Als erste Schaltung für einen dreiphasigen Diodengleichrichter möchte ich jetzt die M3-Schaltung, das heißt die dreiphasige Mittelpunktschaltung, betrachten. Hier jetzt bloß den einfachen Fall für ohmsche Last. Und tatsächlich möchte ich die betrachten, damit wir im Anschluss später die B6-Schaltung besser verstehen können, die eine deutlich größere Bedeutung hat. Zunächst mal möchte ich die Schaltung kurz aufmalen. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir hier einen Drehstromtransformator haben am Netz. Das heißt, ich hätte hier drei Wicklungen auf einer Primärseite, drei Wicklungen auf einer Sekundärseite und dort schließen wir jetzt am Ausgang unsere Gleichrichterschaltung an. Das heißt tatsächlich, das hier wären die Außenleiter des Netzes. Das hier könnte unser Ortsnetzverteiltransformator sein, Drehstromtransformator, wo wir sozusagen zu jeder zugehörigen Primärwicklung diese Sekundärwicklung haben. Und an jedem Außenleiter ist jetzt hier die Anode einer Diode angeschlossen. Der gemeinsame Anschlusspunkt, wenn jetzt hier diese Sekundärseite des Drehstromtransformators in Stern verschaltet ist, sei unser Neutralleiter. Die ist jetzt hier rausgeführt und unsere Last ist dann zwischen dem gemeinsamen Kathodenanschluss dieser Dioden und dem Neutralleiter angeschlossen. Das heißt, wir sehen, wir brauchen hier für diese Schaltung einen Transformator. Jetzt wollen wir kurz was betrachten. Wir wissen, beim Drehstromnetz haben wir drei Spannungen, die zueinander in Bezug stehen. Das heißt, wir hätten hier die eine Sternpunktspannung U1, wir hätten eine zweite Sternpunktspannung U2 über der zweiten Wicklung und wir hätten eine dritte Sternpunktspannung U3 hier unten an den Außenleitern angeschlossen. Und wir wollen jetzt natürlich für unsere Betrachtung die Schaltung etwas vereinfachen. Das heißt, wir nehmen jetzt an, diese Transformator-Sekundärwicklungen können vereinfacht betrachtet werden wie ideale Spannungsquellen. So wie man das häufig macht, wenn man vereinfacht so ein Drehstromnetz betrachtet. Und dann kriegen wir diese rechts dargestellte vereinfachte Ersatzschaltung für unsere M3-Schaltung. Das heißt, wir haben hier die drei Spannungen U1, U2 und U3. Unsere drei Außenleiter L1, L2, L3 jeweils an den Dioden, an den Anoden angeschlossen und den Neutralleiter angeschlossen an ja, den Bezugspunkt oder unseren Massepunkt der Last hier. Und jetzt wollen wir für diese Schaltung uns anschauen, wie sieht jetzt der Spannungsverlauf an der Last aus und wie sieht der Stromverlauf durch eine Diode aus, beziehungsweise wann schalten diese Dioden, wann sind die ein- und ausgeschaltet. Tatsächlich, wenn wir eins festhalten, können wir sehen hier, wir haben hier drei Dioden, die mit einer gemeinsamen Kathode verbunden sind an einem Punkt. Das heißt, von diesen drei Dioden wird jeweils die leiten, die das höchste Anodenpotenzial hat. Das heißt, von D1, D2 und D3 leitet diejenige mit der höchsten Spannung an der Anode. Das heißt, tatsächlich werden wir also gucken müssen, anhand der momentanen Werte von U1, U2, U3, wie die Schaltzustände in dieser Schaltung sind. Dazu möchte ich jetzt hier die Zeitverläufe darstellen. Dafür habe ich jetzt hier mal schematisch die Verläufe der Spannung U1, U2 und U3 dargestellt. Und wir wollen uns jetzt überlegen, wie wir jetzt hier unterschiedliche Schaltzustände bei dieser M3-Schaltung haben. Das heißt, tatsächlich haben wir gesagt, hier es leitet immer die Diode, die das höchste Anodenpotenzial hat. Wir müssen also hier gucken in dieses Diagramm, um die Spannung UA zu konstruieren. Wo haben wir den höchsten momentanen Wert? Und sehen wir in einem Bereich ab Pi Sechstel der Periode bis zu 5 Pi Sechstel der Periode in diesem ersten Bereich ist jetzt hier der Außenleiter L1, der die höchste Spannung hat, bezogen auf den Neutralleiter. Das heißt, hier ist die Spannung U1 die größte von den drei Spannungen. Also wird jetzt hier die Diode D1 leiten in diesem ersten Zustand. Das ist genau ein Drittel der Periode, was wir hier haben. Das heißt, die Differenz zwischen 5 Pi Sechstel und Pi Sechstel genau 2 Pi Drittel und wir kriegen also sozusagen das Einschalten der Diode D1 an diesem Zeitpunkt. Zum Zeitpunkt 5 Pi Sechstel schaltet die Diode wieder aus, dann ist die Spannung am Außenleiter L2 die höchste. Das heißt, hier
wird jetzt bis zum Zeitpunkt 9 Pi Sechstel für die nächste Drittelperiode die Spannung UA bestimmt werden durch den momentanen Wert der Spannung U2 und hier zum Abschluss der Periode von 9 Pi Sechstel bis 13 Pi Sechstel wird jetzt hier die Spannung mit dem höchsten momentanen Wert, die Spannung im Außenleiter L3 sein und damit die Diode D3 leiten. Und wir kriegen dann insgesamt hier so einen Verlauf für die Ausgangsspannung an der Last, die hier so drei Impulse bzw. drei Maxima während einer Periode hat. Deswegen auch die M3-Schaltung von ihrem Namen her. Das heißt, wir haben eigentlich hier drei Schaltzustände, 1, 2, 3 an dieser Stelle. Während des ersten Schaltzustandes leitet die Diode D1. Während des zweiten Schaltzustandes leitet die Diode D2. Und während des dritten Schaltzustandes leitet die Diode D3. Das heißt, tatsächlich abwechselnd wird jeweils eine dieser Dioden leiten. Es leitet immer bloß eine. Jetzt wollen wir uns den Strom D1 angucken. Tatsächlich werden die Stromverläufe in allen Dioden hier ähnlich sein, nur jeweils zeitlich verzögert um ein Drittel der Periodendauer. Das heißt, wenn wir uns anschauen, hier Strom durch die Diode D1 wird derselbe Strom sein, der durch den Ausgangswiderstand fließt, in dem Fall, dass die Diode D1 leitend ist. Und das ist genau dieses erste Zeitintervall hier zwischen Pi Sechstel und 5 Pi Sechstel. Und dann können wir aber auch aus der Ausgangsspannung hier den Stromverlauf konstruieren, weil es muss ja das ohmsche Gesetz gelten an dem Widerstand. Das heißt, tatsächlich kann ich sagen, schneide ich diesen Spannungsverlauf raus, muss der Verlauf der Diodenspannung direkt proportional dazu sein. Das heißt, hier so ein Sinusausschnitt, eine Drittelperiode im Bereich des Maximums ausgeschnitten zwischen Pi Sechstel und 5 Pi Sechstel und dann wird diese Diode jeweils stromlos bleiben bis zum nächsten Mal. Das heißt hier nach 13 Pi Sechstel wieder die Spannung U1 den höchsten Momentanwert von den drei Außenleiterspannungen hat und dann wiederholt sich dieser Stromverlauf. Das heißt, wir sehen, die Diode hier leitet während der Periode T genau für ein Drittel der Periodendauer. Wir haben hier einen Gleichanteil in dem Strom drin, das heißt ähnlich wie bei der M1-Schaltung kriegen wir hier eine Belastung eines Transformators mit einem Gleichstromanteil, was den gegebenenfalls in die Sättigung führen kann, was also unerwünscht sein kann. Und wir kriegen hier für die anderen Dioden äquivalente Stromverläufe. Das heißt, wenn wir hier die Diode D2 betrachten oder den Strom ID2, dann wäre das einfach bloß um ein Drittel dieser Periode verzögert. Könnte man genauso konstruieren. Das ist also die grobe Betrachtung dieser M3-Schaltung, vor allem, wenn wir später die B6-Schaltung besser verstehen können. Wenn wir das hier so betrachten, sehen wir, kurz zusammengefasst, wir haben drei Dioden jeweils abwechselnd leiten. Der Momentanwert der Außenleiterspannung bestimmt hier, welche der drei Dioden leitet. Wir benötigen einen Transformator, um den Neutralleiter als Bezugspunkt an unsere Last anzuschließen. Wir sehen, dass die Ausgangsspannung hier im Vergleich zu einphasigen Schaltungen, zu M1-Schaltung und auch B2-Schaltung bereits deutlich besser geglättet ist, als das bei diesen anderen Schaltungen der Fall war. Das heißt, tatsächlich bereits ohne Glättungskondensator werden wir den Fall haben, dass der Momentanwert der Ausgangsspannung nicht mehr den Wert 0 annimmt, sondern hier nur noch zwischen einem Minimum und einem Maximum schwankt, das aber deutlich größer als 0 ist. Das heißt, ist eine typische Eigenschaft von Drehstrom-Gleichrichterschaltung. Wir werden, wenn wir dort einen Kondensator parallel schalten, auch bloß einen deutlich geringeren Kapazitätswert für die Glättung dann letztendlich brauchen. Aber die Nachteile durch die einzelnen Dioden, klar, können nur Ströme in einer Richtung fließen, bedeutet aber auch, dass hier durch die Sekundärwicklung Gleichströme fließen müssen und, was man auch sieht an dem Zeitverlauf für den Strom, wenn wir hier die Leistung betrachten, die unsere sinusförmige Quelle mit der Spannung U1 abgibt, dann werden wir auch hier sagen können, hier wird der Leistungsfaktor kleiner als 1 sein, weil tatsächlich der Strom, der jetzt durch diese Quelle fließt und damit für die Leistungsübertragung verantwortlich ist, ist nicht rein sinusförmig, sondern er wird auch wieder Oberschwingungsanteile enthalten, so ähnlich wie bei der M1-Schaltung. Also wird der Leistungsfaktor kleiner als 1 sein bei dieser M3-Schaltung, selbst wenn wir eine ohmsche Last angeschlossen haben.